So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal speichern. Und dann gibt es immer noch mehr Telefonjobs für uns zu erledigen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dann bald auf ein Ende zugeht mit den Telefonjobs. So, kurz überspeichert. Der Goldrausch ist auch geschafft. Und dann schauen wir mal, was jetzt abgeht. Ein Auto? Geht ein Auto ab irgendwo? Eins für mich? Ja, danke. So, der Bulle sollte weit genug weg sein, wenn wir einsteigen. Ja, wunderbar. Weg da! Mensch, lauf doch nicht über die Straße! So. Nächstes Telefonat. Showdown. They agreed to go toe-to-toe. A gang of them against two of us, or rather, two of y'all. I join you, but I ain't due for my parole hearing for another 3 months, know what I mean? Go and meet my baby brother. He'll show you where they're fighting at, alright, son? Your baby brother? Echt? Na gut, dann holen wir den Baby Brother mal ab. Das klingt so, als ob es jetzt die finale Mission wäre. Das heißt jetzt großes Feuergefecht oder worauf läuft das hinaus? Klingt irgendwie seltsam. Also es klang ja jetzt so, als ob wir uns irgendwo verabreden und uns dann gegenseitig über den Haufen schießen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, so unbedingt. So, jetzt müsste ich erstmal kurz den Bullen loswerden. War ja nicht irgendwo ein Stern? Oder habe ich mir das eingebildet? Mir war so, als wäre hier irgendwo einer gewesen. Ah, wer weiß. Bis ich den gefunden habe, ist der Stern eh schon wieder weg. Ja, siehst du, Fahndungslevel weg. Echt jetzt? Oh nee. Ist auch bloß ein Baseballschläger, oder? Ja, okay. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen der ganze Meute mit dem Baseballschläger aufmischen. Kann ja nur geil werden. Ich glaube, das wird sehr ungemütlich für uns. Hätte ich mir vielleicht mal irgendwie noch ein bisschen Lebensauffrischung besorgen sollen. Oder eine kugelsichere Weste. Auch wenn kugelsichere Weste natürlich bescheuert ist für ein Baseballschläger-Duell. Aber hier ist es ja einfach nur generell zusätzliches Leben, sozusagen. So, schauen wir doch mal. Schaffen wir es vielleicht, die einen nach dem anderen ranzuholen? Schauen wir mal, ob das geht. Hallo? Boys? You interested in some beat 'em up? Yeah! Oh Gott, nee, es kommen gleich alle auf einmal. Scheiße. So viel dazu. Okay. Ich nehme es mit euch allen auf. Ja, ich stelle mich einfach mal hin und schlage auf alles drauf, was mir in die Quere kommt. Oh nein, echt jetzt? Komm schon, der eine noch. Ja. Oh yeah, $10.000 für uns. Und selbst der kleine Bruder hat es überlebt. Ist ja Wahnsinn. Also das war schon ein bisschen knapp, ne? 19 Lebenspunkte? Naja. Hätte auch schief gehen können. Scheint aber tatsächlich die letzte Mission für, wie ist er, Ice-T? Ice-D? Keine Ahnung. D-Ice, glaube ich, ne? Gewesen zu sein. Das heißt, Freunde, es bleibt nur noch Catalina übrig. Wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen Leben finden, aber es bleibt nur noch Catalina. Ich gehe trotzdem mal speichern. Entschuldigung. Ganz einfach, weil die Mission durch ist. So, drüber gespeichert. Und dann suchen wir uns auf dem Weg zur Mission halt einfach nochmal ein bisschen Leben. Und hoffen das Beste für alles, was kommt. Yo, watch the booty. Was? Watch the booty oder die Watch gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich fahre durch den Tunnel. Ich musste mal kurz überlegen, wie ich jetzt fahre, aber ich glaube, durch den Tunnel ist bald besser.
Also die Nummer mit dem Baseballschläger lief jetzt eigentlich gerade erstaunlich gut. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Wow. Da hatte ich doch tatsächlich befürchtet, dass das etwas unfeiner für uns ausgeht. Aber der hat einen ganz guten Bereichsschaden gehabt. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass wir so viele auf einmal damit erledigen können. Und da sie sich freundlicherweise auch so schön im Halbrund aufgestellt haben vor uns, hat sich das doch, scheiße, ziemlich gut angeboten. Ja, ich glaube, wir sollten das Auto wechseln. Gib mal her hier. Ich rette deinen Wagen. Siehst du, wäre sonst kaputt gegangen. Also geht da auch so, aber wäre sonst durch die Explosion kaputt gegangen. Scheiße. Die Kiste ist so groß, um zu wenden. Wer kauft denn so einen Schund? Damit fährt doch keiner durch den Tunnel. So. Gefällt mir eh besser. Wendiger, schneller, kleiner. Wieso klingelt denn ein Telefon? Wessen Telefon habe ich gerade klingeln gehört? Keine Ahnung. So, raus mit uns aus dem Tunnel hier. Weg, weg, weg. Machen Sie doch mal Platz hier, Mensch. So, jetzt müssen wir zuallererst zum Krankenhaus, schlage ich vor. Ich weiß nicht, ob es eine Ammunition gibt, um mir eine schusssichere Weste zu kaufen. Ich glaube, wenn ich Bürgerwehrmissionen oder sowas gemacht hätte, dann könnte ich auch anderswo welche kriegen. Also ich glaube, am Polizeirevier dann oder so. Bin mir aber gar nicht sicher. Habe ich jedenfalls nicht gemacht. Vielleicht würde man auch für versteckte Päckchen welche am eigenen Versteck haben. Das kann auch sein. Habe ich aber auch nicht gemacht. Also, was so optionale Missionen oder Sammelleidenschaften angeht, da habe ich wirklich nur die Taxi-Missionen gemacht, ganz am Anfang mal. Halt, das war tatsächlich alles. Ansonsten rein das Spiel verfolgt. So, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit dem, was wir haben. Und wenn es schief geht, naja, meine Güte, dann geht es eben schief. Wir können ja noch mal kurz da drüben schauen, ob es eine Weste gibt, aber sieht nicht danach aus. Nee, die haben nichts für mich. Die Geizhälse. Ja, nix. Man könnte ja mal probieren, ob man vielleicht irgendwie über die Kante drüber kommt, aber nee. So, dann machen wir uns auf den Weg, wa? Catalina. Oh, Entschuldigung, wartet. Maria ist ja schon eine Weile bei ihr und genießt ihre Gastfreundschaft. Vielleicht haben sich die beiden ja gut verstanden. Oder vielleicht hat Maria sie auch totgequatscht. Alles möglich. Vielleicht müssen wir es aber auch einfach ein gewaltiges Feuergefecht liefern jetzt gleich. Jetzt endlich steht aber die Möglichkeit aus für uns, endlich Rache zu nehmen. Das ist ja eigentlich alles, was Claude will. Er will Rache nehmen für den Verrat, den Catalina an ihm geübt hat. So, und dafür wird es Zeit, die Waffe in die Hand zu nehmen. Auf geht's, die Übergabe. Si, si, bueno. ¿Pa qué es idiot? One of these Scarface idiots. Wer hupt denn da so im Hintergrund, Mensch? Zumindest das Hupen ist schon mal weg. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. Das tut mir jetzt im Herzen weh. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Ach, Claude, das hättest du auch einfach haben können. Schnapp dir Catalina. Na, Glückwunsch. Ich bin hier im totalen Dauerfeuer gerade, im totalen Dauerbeschuss. Scheiße. Okay, was habe ich? Eine Pistole. Ich freue mich. Hey, you're a big man, eh? It's no brave man.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging schnell. Wir verlieren also tatsächlich all unsere Waffen, wenn wir da zu Catalina gehen. Na, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich so viel so schön gesammelt und dann ist alles für den Arsch. Das ist ja großartig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist, einfach Reis auszunehmen und die Anlage dort zu verlassen. Denn es sind tatsächlich ziemlich viele und wie es aussieht, sind die auch ziemlich gut bewaffnet, während ich halt bloß eine Pistole habe. Und das ist scheiße. So, lass mal hier oben lang fahren. Mann, 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 Mann. Das kann ja nur lustig werden. Ich bin gespannt, wie viele Fehlversuche wir am Ende haben werden. Ich glaube, ich werde das mit dem Wegrennen tatsächlich mal probieren. Vielleicht funktioniert das ja, wer weiß. Vielleicht ist das erfolgversprechend. Ich meine, wäre sozusagen ein strategischer Rückzug, ne? So, auf geht's zu Versuch Nummer 2. Also genau genommen ist es schon Versuch Nummer 3, aber den zweiten Versuch werdet ihr nicht sehen, weil mir die Aufnahme mitten in der Mission abgeschmiert ist. In dem zweiten Versuch bin ich aber schon ein bisschen weitergekommen, also ich habe es schon geschafft, das Anwesen wieder zu verlassen. Und ich werde das wieder ähnlich angehen, wie ich es da auch gemacht habe. Und ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich mal den kugelsicheren Patriot aus der Garage holen, denn ich könnte mir vorstellen, dass er uns sehr, sehr gute Dienste erweisen wird. Und vor allen Dingen, wann soll er uns denn helfen, wenn nicht jetzt? Danach ist er dann auch Wumpe, da braucht man dann auch nicht mehr. Von daher, auf zum zweiten Versuch für die Übergabe. So, oha, was ist denn hier los? War jetzt vielleicht nicht die eleganteste Methode. Scheiße, 22 Lebenspunkte, na klasse. Läuft doch super. Okay, sie flieht, um Catalina zu finden, folge dem Hubschrauber. So, aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal um die Freunde hier kümmern, die uns so penetrant hinterherzukommen versuchen. So. Oh Gott! Der steht ja gleich hier! Heiliger! Da stand ja noch ein dritter. Okay, 5 Lebenspunkte ist natürlich eine 1A-Ausgangslage. Das kann ja nur super werden, aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht, wo wir hier Heilung finden. Scheiße. Ach Gott! Was habe ich mir da nur wieder eingebrockt? Wartet mal. Gibt's hier oben nicht irgendwo ein Krankenhaus? Wo ist denn die Hütte? Oh Gott! Wie habe ich denn das geschafft jetzt? Oh Mann. So, wartet, hier müsste doch das Krankenhaus sein, oder? Nee, ach scheiße, ich habe keine Zeit. Wir müssen weiterfahren. Okay, sie ist hier unten irgendwo. Kacke. Ja, sie ist halt irgendwo hier. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen. Wir müssen auf jeden Fall hier rüberfahren, glaube ich zumindest. Beim letzten Mal bin ich nämlich auf der anderen Seite gewesen, weil der Radar es ja auch anzeigt, dass wir hier hin müssen. Auf die Südseite. Aber da ist nirgendwo ein Eingang. Also man kommt halt an das Haus ran, auf dem sie drauf geparkt hat, sozusagen, auf dem sie gelandet ist. Aber da ist dann auch Feierabend. Wir kommen da nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier rein, nehme ich an. Ich vertraue jetzt einfach mal auf die Kugelsicherheit unseres Wagens. So, Kollege. Mal schauen, ob das funktioniert. Das hat gut gematscht. So, gib mal die Muni her. Geil, 5 Lebenspunkte. Das kann nur großartig werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Oh Gott. Physics. So, dann schauen wir doch mal, wie weit wir hier kommen. Okay, hier drüben liegt ein Scharfschützengewehr. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, jetzt auszusteigen. Wir machen es einfach mal. Wäre nicht die erste unschlaue Tat von mir. So, kommt doch mal, Freunde. Kommt, komm, 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 komm. Ich hoffe, die Kiste ist wirklich kugelsicher. Kommt näher. Traut euch. So, einer lebt noch, oder? Ja. Das habe ich dann noch richtig gemerkt. So. Das nehmen wir mal an uns. Okay, noch 4 Minuten. Ob ich den hier mit dem... Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da oben steht einer. Den hole ich mir erstmal.
Na, jetzt. Und da hinten? Vielleicht mal. Ja, da steht natürlich auch einer. Dachte ich mir doch. Die erstmal aus dem Weg geräumt. So, und jetzt können wir uns um den da kümmern. Der hat ja so eine nette Rampe vor sich stehen. Schauen wir doch mal, ob wir den über den Haufen fahren können. Das klang gut. Bitte auf allen Vieren bleiben. Dankeschön. So, und jetzt würde ich sagen, matschen wir alles nieder, was uns in die Quere kommt. So, mal kurz. Oh, hier drüben ist Leben. Hier ist Leben. Oh Gott, kommt, warte. Ich mache das mal so. So, okay. Den Typen, den holen wir uns vielleicht auch mal mit dem Scharfschützengewehr. Einfach weil er erhöht steht. Das ist ein bisschen ungünstig sonst. So, zumindest die... Scheiße, die Muni kriege ich nicht mehr. Okay. Wir schauen mal. Oh, da ist Maria. Was will die denn jetzt? Warte mal, was will der denn? Alter! Was genau explodiert da hinter mir? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Okay, ich glaube, die sind alle hinüber hier. Scheiße, der da oben. Wie komme ich denn an den ran am blödsten? So, wir gehen mal hier rüber. Scheiß. Okay, wo ist der? Da. Wo? Den hätten wir... Scheiße. Macht die das? Die wirft mit Bomben, die Alte. Die wirft mit Bomben. Okay, zwei Stück. Das war's für ihn. Na, das hast du ihn. Okay. Da ist noch einer. Du Arschloch, das hast du dir so gedacht, wa? Und ein Raketenwerfer. Okay. Maria, alles klar? Die hätten wir. Okay. Oh, 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 oh. Die legt's drauf an. So, wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Da. Jetzt, Alte, bist du dran. Dich hole ich mir. Maria, schön hinter mir bleiben. Die hat ihr letztes Stündchen erlebt. Jawohl. Der letzte hat gesessen. Jawohl. Schön auf Abstand. Das war's. Catalina. Es ist vorbei. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined! I mean, can you believe it? This one cost me $50! Oops! Wie konnte das passieren? Das, Freunde, war GTA 3. Also, es macht schon verdammt viel Spaß. Und es war damals wirklich eine Revolution, dass es rausgekommen ist. Das war was ganz, ganz Neues. Und auch zu Recht sehr lange Zeit das meistverkaufte Spiel. Also ich glaube, in dem Jahr war es das meistverkaufte. Und auch als Vice City dann rauskam, war es nach Vice City das meistverkaufte. Ja, es macht Spaß. Allerdings, man muss natürlich sagen, im Vergleich zu San Andreas und Vice City
Man merkt, dass die Steuerung noch ein ganzes Stück ausbaufähig war damals. Das hat man dann zum Glück deutlich behoben und extrem verbessert in den Folgeteilen. In der letzten Mission muss man auch zugeben, die ist schon ganz schön heftig hier drin. Also das ist schon nicht ohne gewesen. Und man muss natürlich auch sagen, die Story ist noch nicht so ausgeprägt wie in den Teilen danach. Das liegt natürlich auch daran, dass Claude, der hier nicht einmal mit seinem Namen erwähnt wird, aber in San Andreas natürlich benannt wird, dass Claude selbst nicht spricht. Geile Musik hier. Und dadurch ist natürlich ein ganzes Stück weniger Story drin. Es wirkt ein ganzes Stück flacher. Es ist einfach viel mehr darauf ausgelegt, ein bisschen Spaß zu haben. Und natürlich war das damals auch einfach eine Attraktion für sich, in der Welt rumzureisen und viel zu erleben und sich einfach auch Gefechte mit den Bullen zu liefern und so. Das wurde natürlich in den Teilen danach noch ein ganzes Stück besser, aber auf jeden Fall haben wir damit jetzt die komplette Trilogie GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas in chronologischer Reihenfolge durchgespielt. Und damit habe ich mein Versprechen eigentlich eingelöst. Natürlich will ich an der Stelle nicht aufhören. Wir werden uns auch noch GTA 4 und GTA 5 anschauen. Allerdings nicht sofort. Ich will erstmal ein paar andere Sachen noch abarbeiten. Und dann werden wir irgendwann zu gegebener Zeit uns sicherlich wieder nach Liberty City begeben. Aber dann nicht mehr im Jahre 2001, wo wir hier noch gespielt haben, sondern, ich weiß nicht, 2010? Wann ist denn GTA 4 rausgekommen? Ich glaube schon, ne? So ungefähr 10 Jahre Unterschied sind es, glaube ich. Und da werden wir dann doch einen erheblichen Unterschied auch grafisch sehen. Das ist dann schon was ganz anderes. Und auch in der Fahrphysik und alles, also da werden wir dann schon sehen, da sind erhebliche Unterschiede dann aufgetreten, die zumindest mir damals dann auch am Anfang ein schweres Leben gemacht haben. Also da musste ich mich erstmal ganz schön dran gewöhnen. Jetzt war es wiederum so, nachdem ich direkt bevor ich mit GTA 3 angefangen habe, GTA 5 privat gespielt habe, war es sehr ungewohnt, diese seltsame Steuerung von den damaligen Teilen zu haben. Also, es ist, glaube ich, immer einfach nur eine Gewöhnungssache. Aber ich freue mich drauf, dann auch die neueren Teile mit euch zu spielen. Denn das wird sehr viel Spaß machen und da werden wir einiges an Unterhaltungen dann noch haben. Und ich würde sagen, damit will ich hier jetzt auch gar nicht mehr großartig quatschen. Ich lasse noch den Abspann durchlaufen, weil es so gehört. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder oder in irgendeinem anderen Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten bis zum nächsten Mal und macht's gut. Haut rein und bleibt dabei. Yeah. Und aus.